Hallo Leute, mein Name ist Benjamin Holle. Ich bin der Produktmanager für den neuen RS4 Avant und den stelle ich euch heute gleich mal vor. Hier haben wir bereits die vierte Generation des RS4 Avant. Das sieht man auch ein bisschen an der Farbe. Das ist Nogaro Blau. So ein bisschen an Anlehnung an den RS2 Avant, der Urahne des heutigen RS4. Und der RS4, der sieht nicht nur gut aus, der hat natürlich auch ein besonderes Herzstück, einen V6 Biturbo-Motor mit 450 PS und 600 Newtonmeter. Und dank unseres Allradantriebs Quattro, was wir bei all unseren Audi Sportmodellen serienmäßig haben, gibt es eine brachiale Beschleunigung von 0 auf 100 in nur 4,1 Sekunden. Ja, und der RS4 Avant ist nicht nur schnell, er sieht auch besonders gut aus. Wie beim RS5 Coupé hat auch der RS4 Avant eine komplett neue RS-Designsprache. Wir haben hier sehr viele dreidimensionale Flächen. Das sieht man beispielsweise auch hier im Single-Frame-Grill. Unsere typische RS-Wabe ist hier sehr dreidimensional ausgeführt. Wir haben auch hier neben den Scheinwerfern seitlich die Designelemente, die schön die Breite des Fahrzeugs unterstützen und nochmal für einen deutlich sportlicheren Auftritt sorgen. Und dieses Designelement läuft auch in unseren typischen Quattro-Blister, den wir hier an der Seite sehen. Das Auto ist sozusagen breit. Vorne und hinten haben wir pro Seite 30 mm rausgeholt. Und das gibt dem Fahrzeug natürlich einen besonders satten Auftritt auf der Straße. Sorgt aber auch für mehr Fahrdynamik, denn dadurch können wir auch größere Räder und eine breitere Spur fahren. Wenn wir noch weiter seitlich um das Fahrzeug rumlaufen, sehen wir ganz viel Carbon-Elemente am Fahrzeug. Das ist auch eine Neuheit beim RS4. Erstmals bieten wir hier auch mehrere Optikpakete Carbon an. Das sieht man sowohl im Frontstoßfänger, man sieht hier auch diesen Seiteneinleger in Carbon, den optionalen Spiegel in Carbon und auch der komplette Heckdiffusor ist aus Carbon ausgeführt. Und was wir hier auch sehen, ist das neue RS4-spezifische 20 Zoll Schmiederad. Hier besonders schön ausgeführt, auch in anthrazitschwarzer Kontrastlackierung. Im Vergleich zu einem Gussrad haben wir hier eine deutliche Gewichtsersparnis von 7 Kilogramm pro Fahrzeug. Und natürlich hier auch einen schönen Kontrast des Nogaro Blau zu unseren optionalen roten Bremssätteln. Natürlich geht auch Keramikbremse. Wenn wir einmal um das Auto herumschauen, dann fällt natürlich auch sofort das schöne breite Heck vom Fahrzeug auf. Wir haben hier einen RS-spezifischen Dachkantenspoiler, den es nur beim RS4 gibt. Und auch hier natürlich ganz viel Carbon. Ja. Der ganze Diffusor, nicht nur diese Oberseite, sondern der komplette Diffusor ist aus Carbon gefertigt, was natürlich auch eine Neuheit beim RS4 ist und nochmal die Sportlichkeit deutlich unterstreicht. Und RS-typisch unsere ovalen Endrohre, hier in schwarz ausgeführt, ein deutliches Zeichen für die Sportabgasanlage. Wir haben auch das RS-typische DRC-Fahrwerk mit Nick- und Wankausgleich. Wir haben eine Dynamiklenkung, ein Quattro-Sportdifferential und so weiter. Natürlich, RS-typisch, können wir mit dem Fahrzeug nicht nur bis 250 Höchstgeschwindigkeit fahren, sondern optional auch auf 280 erweitern. Zu einem RS-typischen Innenraum gehört natürlich erstmal auf den ersten Blick das Lenkrad. Und hier haben wir ein voll perforiertes Lenkrad unten abgeflacht mit größeren Schaltpedals und auch ein aufgedicktes Lenkrad gegenüber den normalen Modellen. Sieht man auch hier schön am Wählhebel, hier haben wir einiges an RS-spezifischen Umfängen. Zum Beispiel auch die Dekoreinlage, hier haben wir Aluminium Race Anthrazit, was es optional erhältlich gibt. Und natürlich ein besonderes Highlight, was wir beim Vorgänger so nicht hatten, sind unsere neuen RS-Sportsitze mit unserer Wabensteppung. Besonders schönes Feature, weil wir das typische RS-typische Thema Wabe von dem Exterior, wie zum Beispiel aus dem Single Frame, nun auch im Innenraum haben. Was wir natürlich hier auch im RS4 Avant haben, ist unser RS-spezifisches Virtual Cockpit. Das heißt, wir haben hier ein mittig stehendes Drehzahlband mit Schaltblitzanzeige, sowie auch explizit dargestellt Motordaten, die mir Leistung und Drehmoment anzeigen und zum Beispiel auch eine Reifendruckkontrollanzeige, die mir von jedem Reifen extra sowohl den Luftdruck, aber auch die Temperatur anzeigen. Und jetzt schauen wir doch nochmal in das Herzstück des neuen RS4 Avant, den neuen V6 Biturbo Motor. Hier besonders schön zu sehen, auch mit einer Carbon-Design-Abdeckung. Ja, der Motor leistet 450 PS und 600 Newtonmeter Drehmoment. Das sind ganze 170 Newtonmeter mehr als beim Vorgänger. Und dieses hohe Drehmoment liegt bereits ab ca. 1700 Umdrehungen an und bleibt fast bis zum Drehzahlbegrenzer konstant. Und allein das sorgt schon für diese RS-typischen Fahrleistungen von 4,1 Sekunden von 0 auf 100 beispielsweise. Ja, und das macht diesen RS4 so wie seine Vorgänger bereits zu einem sehr beliebten Fahrzeug, denn es ist gleichzeitig ein High-Performance-Fahrzeug,
aber das mit höchster Alltagstauglichkeit. Und das nicht nur aufgrund der Form eines Avant, sondern auch aufgrund Quattro. Das Fahrzeug ist wirklich das ganze Jahr super schnell bewegbar, egal bei welchem Wind, bei welchem Wetter. Und genau das macht den neuen RS4 Avant aus.